Siebenkämpferin Jennifer Oeser ist vorbereitet. Die WM kann kommen. Die Silbermedaillengewinnerin von Berlin 2009 will in Daegu wieder Edelmetall. Und selbstverständlich ist in Südkorea auch ihr berühmter Glücksbringer wieder mit am Start. Das Schwein ist auch dabei. Dafür habe ich extra die größere statt die kleinere Tasche genommen, damit das Schwein auch noch mit kann. Doch auch sportlich ist die 27-Jährige bestens vorbereitet. Als Dritte der Weltjahresbestenliste reiste Oeser nach Asien. Neben der Titelverteidigerin Jessica Ennis war nur noch die Russin Tatjana Tschernova bisher besser. Auch für Oeser sind dies die beiden Top-Favoritinnen auf WM-Gold. Grundsätzlich würde ich auch sagen, Platz 1 und 2 ist vergeben, aber in welcher Reihenfolge würde ich mich noch nicht festlegen. Also ich denke schon, dass es vorne sehr eng werden kann, aber im Siebenkampf ist, glaube ich, noch mehr möglich wie in der Einzeldisziplin. Es sind 7 Disziplinen, wo was schief gehen kann oder wo auch nochmal eine neue Bestleistung rauskommen kann. Ich glaube, vor Berlin hätte mich auch keiner auf den Silberrand gesehen. In Berlin wäre ihr Traum von einer Medaille nach einem spektakulären Sturz aber fast beendet gewesen. Noch einmal soll so etwas nicht passieren. Auch wenn sie im Nachhinein sogar Witze darüber machen kann. Wir haben ja morgen den ganzen Tag noch Zeit, irgendeine Show-Einlage zu üben, aber das ist eine große Überraschung. Für den Traum von einer Medaille darf Oeser aber eins nicht: stolpern.